In diesem Video habe ich eine kleine Zeitkapsel erstellt, in der ich alle meine zukünftigen Ideen und den aktuellen Packstand zu The Sims 4 mit euch geteilt habe. Dieses Video wird aber ebenfalls nochmal in genau einem Jahr, also 2021, online gehen, in dem wir dann sehen werden, ob meine Vorstellungen so grob gestimmt haben. Zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, ist der 2. März 2020. Und wenn ihr das ein Jahr später seht, dann wisst ihr auf jeden Fall, dass ich dieses Video vor genau einem Jahr aufgenommen habe und einfach mal so als kleines Experiment jetzt einfach ein bisschen erzählen will, was wir aktuell haben, 2020, und was ich mir so für die Zukunft noch vorstelle für The Sims 4. Es wird, glaube ich, auf jeden Fall ganz lustig und wahrscheinlich werde ich dann auch im Jahr 2021 dann auch auf dieses Video hier nochmal reagieren. Aktuell jetzt im März haben wir als neuestes Pack das Tiny Houses Accessoire Pack. Das ist jetzt insgesamt schon das 16. Accessoire Pack, was wir aktuell haben. Jetzt hatten wir gerade einen Monat gar nichts. Also der Februar war komplett leer, aber jetzt kommt hoffentlich demnächst mal wieder was. Der Monat hat gerade angefangen, das heißt jetzt könnte es sein, dass auch in diesem Monat wieder irgendwas passiert. Man weiß es natürlich immer nicht. Ansonsten haben wir gerade die Andi-Uni-Erweiterung, die ist die 8. für The Sims 4 und das Reich der Magie Gameplay Pack, auch das 8. Pack, also Gameplay Pack zumindest. Die sind jetzt schon ein bisschen her, aber eigentlich auch Reich der Magie war echt gut, meiner Meinung nach. Andi-Uni hätte man an so ein paar Sachen schrauben können, aber es hatte auch ordentlich Inhalt, da war ich eigentlich auch einigermaßen zufrieden. Da bleibt es natürlich auf jeden Fall spannend, was für Packs auf jeden Fall noch kommen werden. Es gibt ja so ein paar Vermutungen, einige wünschen sich auf jeden Fall nochmal so ein Farm-Pack für The Sims 4. Ich glaube, schon seit dem Release wurde danach gefragt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Entwickler das auf jeden Fall auch auf dem Schirm haben und wir vielleicht ja auch sowas in die Richtung bekommen werden. Ein Guru hat letztens sein Profilbild zu so einem MySims-Landwirtschaftsding geändert und es könnte ein Hinweis sein, aber wahrscheinlich ist es das eher nicht. Bleibt natürlich auch weiterhin noch spannend. Ansonsten ist es auf jeden Fall klar, dass wir das Kunst- und Handwerk-Accessoire-Pack bekommen werden. Das wird auf jeden Fall nochmal ganz spannend. Also das steht auf jeden Fall fest. Das, denke ich, wird im Sommer kommen. Und vielleicht auch in der Sommerszeit kommt dann eine neue Erweiterung, wo es auch letztens ein Leak zu gab. Da wäre ja dieses Landwirtschaftsthema auf jeden Fall doch interessant, obwohl wir dazu aktuell gar nichts wissen. Jetzt hatten wir ab und zu immer mal große Leaks, das haben wir jetzt gerade gar nicht. Und vielleicht ist jetzt auch zwischen dem Tiny Houses Pack, was wir jetzt haben, und diesen zwei Packs, diesem Accessoire- und Erweiterungspack, könnte man jetzt natürlich noch ein Gameplay-Pack bekommen. Aber da würde ich mir auf jeden Fall irgendwas mit Hobbys wünschen. Hobbys ist irgendwas, was man in The Sims 4 auf jeden Fall noch ordentlich erweitern kann. Ein paar lustige Aktivitäten mit der Familie oder auch sonst Dinge, die man einfach zu Hause machen kann. Und so ein bisschen irgendwas hinzufügt, wo man einfach The Sims mit beschäftigen kann. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Ansonsten so ein Bandsystem finde ich ganz interessant auch. Das hatten wir in The Sims 3 und ehrlich gesagt wäre das schon eine coole Sache, wenn es ein paar mehr Instrumente gäbe, man so zusammen spielen könnte. Wäre schon witzig und vielleicht so kleine Auftritte hat auf so kleinen Bühnen oder auch größeren Bühnen, fände ich irgendwie cool. Könnte man garantiert auch was draus machen. So als Gameplay-Pack, als Erweiterungspack ist es vielleicht ein bisschen zu groß, aber Gameplay-Pack wäre doch auf jeden Fall irgendwas, was wir haben könnten. Meine Theorie ist jetzt, dass wir zwei Erweiterungspacks bekommen, einmal im Sommer und einmal im Winter, so wie es jetzt auch die letzten zwei Jahre so der Fall war. Dann zwei Accessoire-Packs, also die bereits angekündigt wurden, einmal das Tiny Houses Accessoire-Pack und dann noch das Kunst- und Handwerks-Accessoire-Pack im Sommer, da habe ich ja gerade schon drüber gesprochen, und dann halt ein Gameplay-Pack. Hätten wir jetzt quasi fünf Packs, von denen wir über zwei schon Bescheid wissen. Und ich glaube, das ist einigermaßen realistisch. Dann vielleicht, wenn das Jahr rum ist, dann 2021, jetzt bis zum März, also hätten wir jetzt drei Monate, wenn ihr das jetzt quasi in der Zukunft seht. Da habe ich gar keine Idee, wie der Zeitplan aussieht in diesem kleinen Zeitraum jetzt. Da könnte vielleicht nochmal ein Gameplay-Pack kommen oder auch ein Accessoire-Pack. Das ist natürlich jetzt ganz schwierig zu sagen. Interessant wäre auf jeden Fall dann auch noch so ein Freizeitpark-Thema.
Ehrlich gesagt, so mit Achterbahnen und kleineren Aktivitäten, so Karussells und Schießbuden und Fressbuden und alles Mögliche. Es wäre doch auf jeden Fall ganz cool. Besonders cool wäre es natürlich auch, wenn man dann diesen Freizeitpark selber leiten könnte, was ich jetzt ehrlich gesagt für eher unrealistisch halte, weil, naja, ehrlich gesagt, das wäre dann schon ziemlich umfangreich und ich weiß nicht so ganz, ob das dann wirklich so eingebaut wird, da lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen. Wäre auf jeden Fall doch ein ganz witziges Thema. Benutzt man vielleicht nicht immer. Also wird ist dann etwas, was man eher so einmal spielt, so ein bisschen wie Stranger will, aber wäre auf jeden Fall doch mega cool. Und ein Into the Future-Thema fände ich auf jeden Fall auch noch ziemlich spannend. Vielleicht auch in Kombination so mit Mittelalter. Ich meine, so thematisch passt es ja ganz gut zusammen. Nicht einfach nur in die Zukunft, sondern allgemein so ein bisschen zeitreisenmäßig. Wäre auf jeden Fall was, was ich mir auch wünschen würde. Und ehrlich gesagt, finde ich, bräuchten wir auf jeden Fall nochmal irgendwie ein Pack, was auch wie Stranger Things so eine Storyline hat. Oder allgemein man schon irgendwie so ein bisschen so einen kleineren Rahmen hat, in dem man irgendwas erleben kann und erkunden kann. Und vielleicht da auch ein bisschen Zeit rein investieren muss, so wie jetzt bei Stranger Will. Also, weil zum Beispiel in The Sims 3 Into the Future hat mir das auf jeden Fall extrem Spaß gemacht, diese ganze Story durchzuspielen. Da gab es ja schon ein bisschen was zu tun. Und ich glaube, das wäre auf jeden Fall, auch wenn es so ein bisschen eigentlich ja nicht zu den Sims passt, was ja eher so ein offenes Spiel ist, aber es wäre auf jeden Fall doch ein ganz witziger Ansatz, den ich sehr begrüßen würde. Gratis-Inhalte gibt es garantiert auch das ganze Jahr über ganz schön viel. Also da sind wir ja in The Sims 4 ganz gut versorgt. Ehrlich gesagt, es ist schwierig. Eine neue Gratiswelt wäre auf jeden Fall wirklich extrem cool. Wir haben ja vor einer Weile schon, 2015 war das, glaube ich, haben wir Newcrest bekommen. Sowas in der Art wäre auf jeden Fall auch nochmal wirklich schön. Vielleicht auch nochmal mit so einem neuen Weltenthema, was wir bisher noch nicht haben. Ein asiatisches Weltenthema ist auf jeden Fall auch was, was wir absolut nicht im Spiel haben. Sowas könnte man auch hinzufügen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt als Update, aber irgendwie in einer anderen Packform oder so. Also mit irgendeinem Pack verknüpft, wäre das auf jeden Fall auch ganz lustig. Und der Dauerbrenner natürlich, ich finde, jetzt wird es langsam echt Zeit für Autos. Wir haben ja schon diese Transportkategorie bekommen, die mich irgendwie so ein bisschen überrascht hat, weil irgendwie wirkt es so, als wäre da noch ein bisschen was in der Mache, vor allem, weil da ja jetzt eigentlich nur zwei oder drei Sachen von Inselleben und von an die Uni drin sind. Es ist aktuell schwierig zu sagen, ob jetzt dieser Baumoduspunkt irgendwas damit zu tun hat, aber ich würde mir es auf jeden Fall wünschen. Und zu guter Letzt glaube ich, dass es am Ende von 2020 vielleicht schon die ersten großen Leaks zu Sims 5 geben wird. Ich glaube nicht, dass schon irgendwelche Spielszenen oder so geleakt werden, aber ich könnte mir vorstellen, dass schon mal so ganz grobe Anhaltspunkte, was wir erwarten können, bekommen werden. Sowas kann ich mir vorstellen. Vielleicht ein Logo oder irgendwelche Concept Arts oder so. Da gab es ja auch bei The Sims 4 einiges im Voraus und ich denke, da können wir uns schon mal auf irgendwas einstellen. Das ist natürlich jetzt alles nur hier eine ganz große Theorie, was ich hier aufgestellt habe. Aber ich denke, ich habe jetzt nicht zu arg übertrieben und einige Sachen könnten ja vielleicht eintreten. Das werden wir dann auf jeden Fall 2021 sehen, wenn ich mir dieses Video hier nochmal angucke. Ihr könnt ja auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so denkt, was kommen wird. Und wenn ihr dieses Video später seht, dann schreibt gerne, wie ihr so meine Einschätzung fandet. Das würde mich natürlich auch interessieren. Das war's mit diesem Video. Was stellt ihr euch für Inhalte für das Jahr 2020 und 2021 vor? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Also dann, bis in einem Jahr oder zum nächsten Video.